Jedes Jahr ist auch eine Brauerei aus Sachsen mit dabei, und zwar die Zwönitzer Brauerei, was sie dieses Mal in den Kalea Bierkalender gepackt haben. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt Lust auf eine Reise nach Sachsen mit mir. Und zwar ist ja die Zwönitzer Brauerei eigentlich jedes Jahr im Kalea Bierkalender mit einem Bier mit dabei. Und ich war sehr gespannt, was sie uns heuer wieder mit reingepackt haben. Häufig war ja das Rauchbier mit drin, ist auch im USA-Kalender drin, aber in zwei Kalendern ist heute der Ziegenbock, ein Starkbier, wie gesagt, aus der Brauerei Zwönitz in Sachsen mit drin. 7,5 Volumenprozent Alkohol bringt dieser Bock mit auf die Waage. Wie viel Grad Plato habe ich versucht rauszufinden, ist mir allerdings nicht gelungen. Weder auf der Webseite noch auf der Flasche steht was dazu. Und ich habe das letzte Mal meine Kritik an der Webseite ein bisschen geäußert. Ist auch dieses Mal oder dieses Jahr nicht viel informativer geworden. Es gibt kurze Beschreibungen zu den Bieren, aber wirklich, eigentlich erfährt man mehr, welche Biere es gibt und wo man es bestellen kann. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist bei einer Brauerei. Nach wie vor mein Favorit, das Rauchbier aus Zwönitz, ist mein Tipp. Also wenn ihr diese Brauerei mal besucht oder Biere von denen bekommt, Rauchbier, echt genial. Ich habe, wie gesagt, jetzt den Ziegenbock hier und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Man liebt immer noch Bier. Daran findet man die Flasche auch wirklich immer gut im Kalender, wenn man ihn mal aufmacht. Und ich schaue mal, wie das Böckchen jetzt hier so ausschaut. Es ist zwar wieder ein Ziegenbock draußen drauf, aber wir wissen ja alle, der Ziegenbock hat mit dem Bockbier so rein gar nichts zu tun. Ein schönes, dunkleres Braun, dieses Bier. Schöner, leichter, roter Einschlag. Das ist ein optisch, also echt ein Genuss von der Seite zu schauen. Auch ein cremiger Schaum obendrauf. Schön intensiv, sitzt auch richtig sahnig hier oben. Schaumdecke drauf, hat so eine leichte, ja, Milchkaffeebräune, und das Bier ansonsten macht es einen sehr ungefilterten Eindruck, gefilterten Eindruck, Entschuldigung, einen klaren gefilterten Eindruck. Was ist denn das? Also es hat erstmal ein paar süßliche Malze natürlich mit drin, ein bisschen Karamell, soweit so normal, aber da ist auch was Fruchtiges, das riecht so ein bisschen nach Kirsche. Ich glaube, wir klären das später, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie habe ich da ein bisschen Kirsche in der Nase. Vielleicht ist es auch der Wunsch. In diesem Sinne, cheers. Oh. So, wo fange ich jetzt an? Fangen wir mal mit dem Alkohol an. Also Abwechslung, das ist ein Bier, ein Bock, der den Alkohol nicht versteckt. Nicht, dass er jetzt zu präsent wäre, aber man macht einen Schluck und sagt, da ist er. 7,5 Volumenprozent habe ich schon besser eingebunden gesehen. Wobei, ich sage besser, das will ich jetzt gar nicht wertend meinen. Aber ich habe ihn schon besser versteckt gesehen. Er ist da, er ist präsent, er passt wunderbar dazu. So viel an dieser Stelle. Es ist so ein bisschen, hat so eine leichte Honignote drin. Sowas, was Bittersüßes, auf der einen Seite eben so ein bisschen ja bittere, auf der anderen Seite eben diese Honigsüße mit dabei. Karamellnoten sind sehr ausgeprägt, sogar so ein bisschen Beeren, wobei, da lege ich mit meiner Kirsche dann ja vorhin total daneben. Ganz sanfte Röstmalzig, hat auch so einen Tick von Kaffee mit dabei, also ein dunkler Bock, aber bei weitem kein Bock von der Stange, sondern wirklich schön gelungen. Wie gesagt, man muss eben dieses vordergründige Alkoholthema muss man mögen, ich finde das nicht schlecht. Passt auch hervorragend zu diesem Bier, und diese Süße balanciert auch viel von dem Alkohol weg und von der Bittere, die vermutlich da auch noch mit drin steckt. Ist auch vom Körper her gar nicht so gewaltig. Ein schöner mittlerer Körper, Kohlensäure, nicht zu intensiv, aber auch nicht zu sanft. Wirklich toll karbonisiert. Es wird lustigerweise hinten raus, und das ist ein bisschen spannend, es wird ein bisschen trockener, das Bier. Der Alkohol verschwindet auch. Und
es kriegt so eine leicht nussig, ledrige Note. Karamell bleibt, die Beeren bleiben. Also eigentlich ein ja, sehr spannendes Bier. Und es ist immer wieder eine Freude, Biere aus Zwönitz zu probieren. Und so auch dieses Mal der Ziegenbock. Das Rauchbier bleibt mein Favorit, aber der Ziegenbock ist auch kein schlechtes Bier. Und ihr habt es, wie gesagt, heute im Biertasting Club Adventkalender. Und diese Brauerei seit 1997, also auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, machen wirklich saugute Sachen. Wir müssen noch werten, Von ProbierTV gibt es für den Ziegenbock aus Zwönitz gibt es 3,5 Punkte. Für den Ziegenbock der Brauerei Zwönitz aus Sachsen. Und wie gesagt, wenn ihr mal dort seid, nehmt euch Zeit mit, kostet die Biere. Richtig gutes Zeug mit dabei. Und den Ziegenbock hebt euch für das Ende auf und der schiebt ordentlich an. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr dieses Bier heute verkostet habt. Sagt eure Meinung in der Biertasting Club App. Da freut sich auch die Brauerei Zwönitz. Und wenn ihr mir was persönlich sagen wollt, tut es bei YouTube, Facebook oder auch Instagram oder im Blog, wo immer ihr dieses Video jetzt gerade seht, habt ihr die Gelegenheit, mich zu schimpfen oder mir eure Wünsche, Komplimente, Anregungen mitzuteilen. Ich bin für alles offen. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.